Verehrter lieber Herr Nuntius, liebe Mitbrüder im bischöflichen Dienst unserer Konferenz, das Bistum Hildesheim und die Stadt Hildesheim feiern das 1200-jährige Jubiläum ihrer Geschichte, die 1200 Jahre seiner Übergründung. Es ist mir eine große Freude und Ehre zugleich, dass Sie, verehrte Mitbrüder aus der Bischofskonferenz, der Einladung gefolgt sind, die diesjährige Frühjahrsvollversammlung zu halten, hier in Hildesheim in unserem Bistum, aus Anlass dieses Jubiläums. Ich bedanke mich sehr dafür. Es ist ein Zeichen der besonderen Verbundenheit auch mit unserem Bistum, das in großer Dankbarkeit dieses Jubiläum feiert, im Rückblick auf eine reiche, geprägte Geschichte und im Vorausblick auf eine Zukunft, die Gott uns öffnen möge, hinauf einen Weg des Glaubens in unserem Land, erfüllt von Hoffnung, Zuversicht und Vertrauen. Wir haben diesen herrlichen Dom betreten, bei den geöffneten Bernhardtüren mit dem Blick auf die beiden Radleuchter, alle Symbole für die Offenheit unseres Glaubens. Dieser Dom nach 4,5-jähriger Renovierung, nun seit einem halben Jahr wieder von uns zum Gottesdienst genutzt, führt uns hinein in diese Erfahrung, Gott öffnet und niemand kann mehr schließen. Gott hebt unseren Blick hinauf zu den Lichtern des Himmels. Diese romanischen Radleuchter, die ein besonderes Kennzeichen unseres Domes sind, verweisen uns auf jene Gemeinschaft, die Zeit und Ewigkeit und alle Räume auch im geografischen Sinne umfasst. Himmlisches Jerusalem. Noch einmal vielen herzlichen Dank dafür, dass Sie heute und in den nächsten Tagen die Konferenz hier bei uns abhalten werden. Wir versprechen Ihnen, wir, das sind die Gläubigen unseres Bistums, die Beratung besonders intensiv zu begleiten mit ihrem Gebet. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch. Lieber verehrter Herr Apostolischer Nuntius, Gott, unser Heil, gib uns die Gnade, umzukehren zu dir. Erleuchte unseren Verstand und stärke unseren Willen, damit uns diese Zeit der Buße zum Segen wird. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Levitikus. Der Herr sprach zu Mose: Rede zur ganzen Gemeinde der Israeliten und sag zu ihnen: Seid heilig, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Ihr sollt nicht stehlen, nicht täuschen und einander nicht betrügen. Ihr sollt nicht falsch bei meinem Namen schwören. Du würdest sonst den Namen deines Gottes entweihen. Ich bin der Herr. Du sollst deinen Nächsten nicht ausbeuten und ihn nicht um das Seine bringen. Der Lohn des Tagelöhners soll nicht über Nacht bis zum Morgen bei dir bleiben. Du sollst einen Tauben nicht verfluchen und einem Blinden kein Hindernis in den Weg stellen. Du sollst in deinem Herzen keinen Hass gegen deinen Bruder tragen. Weise deinen Stammesgenossen, so wirst du seinetwegen keine Schuld auf dich laden. An den Kindern deines Volkes sollst du dich nicht rächen und ihnen nichts nachtragen. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.
bin der Herr. Wort des lebendigen Gottes. Dann werden auch sie antworten.
Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig oder obdachlos oder nackt oder krank oder im Gefängnis gesehen und haben dir nicht geholfen? Darauf wird er ihnen antworten: Amen, ich sage euch, was ihr für einen dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan. Und sie werden weggehen und die ewige Strafe erhalten, die Gerechten aber das ewige Leben. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Besucht und Google besucht, die großen Zukunftsfirmen. Das war
war eine wunderbare und interessante Begegnung. Kalifornien, natürlich ein wunderschönes Land, 40 Millionen Einwohner, 10 Millionen Immigranten aus allen Ländern der Welt, besonders aus den spanisch sprechenden Anrainerstaaten. Ein Land auch geprägt von großer Ungleichheit und Vielfalt. Und dann im Silicon Valley diese technischen Möglichkeiten, die mich als Nichtfachmann doch begeistert haben. Die Möglichkeiten, die Gefahren, die ethischen Herausforderungen, großartig das anzusehen. Und abends habe ich bei mir selber überlegt, wenn das ein Blick in die Gesellschaft der Zukunft ist, wenn das so ist, was bedeutet das? Was wird die Gesellschaft der Zukunft sein? Nicht überall in gleicher Weise. Wovon wird sie geprägt sein? Was ist es, was diese Zeitstunde in besonderer Weise charakterisiert? Ein Gedanke war mir klar, es ist eine Gesellschaft, es wird eine Gesellschaft sein, die stark vom Wissen, von der Organisation von Wissen geprägt ist, von der Verarbeitung von Wissenschaft und Vernunft. Es wird eine Gesellschaft sein, die mit Vielfalt umgehen muss, mit vielfältigen Kulturen und Religionen. Es ist eine Gesellschaft offensichtlich, die starke Ungleichheiten hat zwischen Arm und Reich. Und da dachte ich mir, was wird die Religion sein, die für diese Zeitstunde die richtige Antwort sagt? Ja, liebe Schwestern und Brüder, es ist der christliche Glaube. Es ist die Religion der Zukunft. Die große Geschichte des Christentums liegt nicht hinter uns, sondern vor uns, nicht hinter uns. Denn genau das ist ja im christlichen Glauben, gerade die Geschichte hier zeigt das ja auch in besonderer Weise präsent, Glaube und Wissen. Kein Glaube, der sich nicht auch der Vernunft stellt, kein fundamentalistisches Gefühl, sondern ein Glaube, der wirklich verantwortlich auch dem Wissen gegenübersteht und es ethisch in eine richtige Bahn für die Menschen lenken kann. Und ein Glaube, der ausgeht von der Würde aller Menschen, ein universalistischer Glaube, von Anfang an, von den ersten Seiten der Heiligen Schrift an. Jeder Mensch ist Bild Gottes. Jeder Mensch, Mann und Frau zusammen, sind Bild Gottes, ob gläubig, ungläubig, schwarz oder weiß, arm oder reich, krank oder gesund, arm, alt oder jung. Alle Menschen, auch die aus der Kirche Ausgetretenen, auch die die Kirche verfolgen, selbst sie sind noch Bilder des lebendigen Gottes und haben eine Würde. Schwestern und Brüder, wenn wir das einmal begriffen haben, dann spüren wir, welch eine Radikalität, welch eine revolutionäre Kraft von dieser biblischen Botschaft ausgeht. Das ist das, was wir für die Zukunft brauchen, in einer Gesellschaft, die mit Verschiedenheit umgehen muss, anzunehmen und ihn nicht nach unserem Willen zurechtzubiegen, sondern ihn zu akzeptieren, weil auch er oder sie Bild des lebendigen Gottes ist. Die Ungleichheit, liebe Schwestern und Brüder, der christliche Glaube will diese Ungleichheit der Menschen überwinden, jedenfalls, wo Arm und Reich so weit auseinandergehen, wie das in den vergangenen Jahren weltweit auch zu beobachten ist. Wir müssen dem entgegenwirken, damit die eine Menschheitsfamilie möglich wird. Und das Konzil hat ja, das Zweite Vatikanische Konzil, unterstrichen, die Kirche soll ja Instrument der Einheit nicht nur der Christen sein, nicht nur für uns, sondern Einheit aller Menschen, Instrument, Werkzeug der Einheit der ganzen Menschheitsfamilie, wenn wir Christen das nicht leben, gerade in besonderer Weise auch die katholische Kirche als Weltkirche. Wo soll denn die Kraft herkommen, die eine Menschheitsfamilie in dieser Vielfalt und in diesen Spannungen auch zusammenzuführen? Wo soll das bildhaft deutlich werden? Wo soll diese Kraft auch wirklich wirksam werden? Unser Glaube, liebe Schwestern und Brüder, das ist mir gerade da klar geworden, ist ein kostbares Geschenk nicht für uns, damit wir eine Zukunft haben, sondern für die Zukunft der Menschheit, für die ganze Welt. Wir haben diese Schuld, dieses Zeugnis der ganzen Welt zu schenken.
dieses Zeugnis der Einheit der ganzen Menschheitsfamilie. Und da sehen wir, liebe Schwestern und Brüder, wie das in der Lesung und im Evangelium grundgelegt ist, wie wir es hören, in dem, was wir im Wortgottesdienst geschenkt bekommen haben, aus dem Buch Levitikus: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Der Glaube, liebe Schwestern und Brüder, ist nicht unser Eigentum, das, was wir besitzen und den anderen dann geben, damit sie so werden wie wir, sondern wir teilen den Glauben, wir teilen das Leben, wir versuchen, vom anderen her zu denken und den anderen hineinzunehmen in unser Zeugnis, in das gemeinsame Zeugnis und den Weg gemeinsam weiterzugehen. Jesus spricht im Evangelium nicht nur von einem großen Caritas-Programm, wenn er das Weltgericht aufbaut und die Fragen stellt und die Herausforderungen benennt, sondern er möchte eine Haltung bezeichnen, eine Haltung deutlich machen, die notwendig ist, dass wir uns auf Augenhöhe begeben, mit dem Armen, vom Armen, vom Schwachen, vom Kranken, vom Verwundeten her zu denken, nicht von uns her und ihn als Objekt unserer Betreuung zu sehen, sondern von ihm, von ihr her zu lernen, was Christentum bedeutet, was Glauben ist, was jetzt auf der Tagesordnung steht. Der Papst hat das am letzten Sonntag beim Konsistorium in einer großartigen Predigt und Betrachtung noch einmal im Blick auf die Heilung des Aussätzigen getan, wie er beschreibt, dass Jesus sich auf die Ebene des Aussätzigen begibt, wie er sogar die Folgen des Aussatzes auf sich selber zieht, indem er unberührbar wird und sich in keiner Stadt mehr sehen lassen kann, weil er diesen Aussätzigen berührt und geheilt hat. Das ist nicht nur eine Heilung Jesu, er heilt nicht nur, das ist Evangelisierung. So versteht Jesus Evangelisierung. Manchmal denke ich, liebe Schwestern und Brüder, wir stehen wirklich vor einer neuen Epoche des Christentums. Es gibt ein schönes Wort, ein bedenkliches Wort des großen Religionsphilosophen und Theologen Thomas Schalik aus Prag, der im letzten Jahr einen der berühmtesten Preise bekommen hat, den Templeton-Preis, und in seiner Rede in London zum Schluss gesagt hat, in Bezug auf Alexander Solzhenitsyn, den russischen Dichter: Alexander Solzhenitsyn wurde einmal gefragt, was wird in den Ländern geschehen nach dem Zusammenbruch des Kommunismus, in den alten kommunistischen Ländern, wie wird das weitergehen? Alexander Solzhenitsyn hat vor 25 Jahren gesagt, es wird folgen eine lange, lange Zeit der Heilung. Thomas Schalik fügt hinzu, was wird folgen in einer Zeit? Lasst uns unsere Bitten vor Gott tragen, im Vertrauen, dass er das Gute will, die Wege kennt, die zum Heil führen. Zu ihm rufen wir. Für die
mächtig sind und direkt und indirekt Autorität ausüben, in Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, in Medien und Kultur. Um Wahrhaftigkeit im Umgang mit ihrer Macht und ihrem Einfluss. Um Ehrlichkeit und Respekt in ihrem Denken und Tun. Und Misstrauen in Verantwortung für die Zukunft der Menschheit.
Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Thank you.
Kirche. Das Heil ist über mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Was ihr dem Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan, so spricht der Herr.
durch Christus, unseren Herrn. Amen. So wollen wir am Ende dieses Gottesdienstes um Gottes Segen bitten, für unsere Beratung, aber auch für Sie alle, liebe Schwestern und Brüder, für das, was Sie an Arbeit und an Engagement in das Leben des Volkes Gottes einbringen. Dankbar sind wir auch, dass uns Vertreter der Weltkirche besuchen, die zwei philippinischen Bischöfe, die morgen noch ein wenig berichten werden. Wir werden ja vielleicht etwas hören dann vom Papstbesuch auf den Philippinen. Auch sie sollen in besonderer Weise in unser Gebet eingeschlossen sein und im Segen, in der Bitte um den Segen. Und bitten wir in besonderer Weise die Gottesmutter um ihre Fürsprache im Schlusslied, werden wir sie anrufen. Sie ist der Patronin des Domes, der unter dem Patronat Maria Himmelfahrt steht. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Der Name des Herrn sei gepriesen. Und Gütige Gott, ihr Vater und der Sohn, der
wollte, meine Mutter guckt gerne in sowas. Ach so.